vor dem Herzog oder der Herzogin. Welchen Herzog bitte? Theseus. Ja, zuerst, gute Bildkraftfans. Sag doch, wo das Stück sich von handelt. Nimm dann die Namen deiner Schauspieler und komm so der Sache zum Knackpunkt. Also gut. Na, also, unser Stück heißt, Leute, die tief tragische Komödie und der tief traurige Tod von Pyramus und Tis. Ein sehr, sehr gutes Stück, Leute. Ein sehr, sehr gutes Stück. Arbeit! Oh nee, ich möchte doch nicht arbeiten. Ja, und lustig. Wir sind die Handwerker. Und sind für diese Komik zuständig. Also wir proben das Stück innerhalb von Sommernachtstraum auf der Bühne und zeigen das dann auch, mehr oder weniger komisch. Wir sind alle nicht ganz die Hellsten, eher ein bisschen beschränkt vielleicht, führen die einfach das Thema auf. Aber haben es dann geschafft tatsächlich, dass wir unser wahnsinniges Stück vor den Herzogen aufführen dürfen. Und dementsprechend sind wir heiß auf die Probe. Ja, wir wollen was schaffen. Treffen uns dann an verschiedenen Orten und haben dann Zettel, der ist unser Held, unser Master, der kann alles, gibt uns Vorgaben. Der Regisseur ist auch noch dabei, aber der spielt eher die untere Rolle. Ist zwar formal der Chef, aber eigentlich ist Zettel viel cooler. Der kann das auch viel besser. Gut, am besten wäre, du rufst sie alle zusammen einzeln auf. Ne? Und dann ruft erstmal die Schauspieler, erst mal rufst du deine Schauspieler auf. Dann sagst du, wo das Stück sich von handelt. Und so, an der Sache zu lustige Truppe. Ja. Wir sind lustig, unsere Szenen sind nicht lustig. Haben doch einige Startschwierigkeiten. Ja, ja, also ich finde die letzte Szene, die haut schon sehr gut hin. Die haben wir halt gestern nochmal ein bisschen gespielt. Die haut ganz gut hin. Mit den ersten beiden Szenen sind wir noch nicht so ganz gut. Wieso? Gut, ich glaube, die zweite Szene, wenn wir das so machen, wie wir das vorhin besprochen haben, ich glaube, dann wird das gar nicht so schlecht. Dann lass uns aber gleich nochmal üben. Das ist auch für Mädchen schwer, die so eine Handwerker zu spielen, so eine Bauarbeiter. Ja. Typisch Mädchen, die Handwerker. Für Björn und mich ist es auch schwer. Ja, aber sich in so die Rolle reinzufinden. Ja, yes, ich finde das auch allgemein ziemlich schwer. Pass auf, das Ding ist aber auch, dass wir jetzt mit den Proben, dass wir immer, wir wurden ja immer in den Klassenraum geschickt, ja, mach mal alleine und mach mal und dann haben wir, dann wurden wir angenommen, ja, wieso habt ihr nichts gemacht? Entschuldigen. Ne? Wir sind kein Buch, ja. Das war nicht das Problem. Nein, das Problem war einfach, dass wir, ich meine, wir waren schon kreativ, aber irgendwie auch nicht so kreativ, dass es Frau Göpfert gefallen hat. Das mit Piano fand ich zum Beispiel gar nicht schlecht, dass sie sich die ganze Zeit aufgeregt hat. Das war nicht gut. Und wo ich dann so, jetzt ja, das war echt cool. Klaut, schieben, ruhigen, gerade sich mal, sowas kann man auch mit einbauen. Oder dass sich alle ununterbrochen in der Hose fummeln. Ich glaube, das werde ich sein. Ich wollte gerade sagen, wir sind das ja nun nicht so gewohnt, so ständig mit der Hand in der Hose. König, es sei die Tispe! Oh, Pyramus! Ja! Du mordgesprenkelt wie der Busch mit Rosen! Oh, die Frauen, das auch zu blau gegart! Du treuer Gaumen zu feuchtlich, weil er den großen Blechschirm hat an dir doch! Pyramus, der Schlichtbord ist schon gefallen! Ich war bei den Kosen! Du treuer Gaumen zu feuchtlich, weil er den Kosen! Wenn ich dich heute noch... symbolisiert im Grunde den Esel, den ich eigentlich spiele. Also, vorher hat sie das so gedacht, dass ich ein Kondom bin, anstatt ein Esel. Und daher habe ich dieses Ganzkörper an, was natürlich meine Figur betont. Was übelst sexy ist, das ist Nickels ganzes Unternehmen, denke ich mal. Von und Titania hat sich jetzt übelst verliebt in mich, und obwohl ich eigentlich so ein Hasselbein bin. Ja, ich könnte auch was sehen. Sie hört, dass ich mich nicht fürchte.
Sexshop. Üble Fetischsorten. Ah, sie arbeitet da nämlich. Nein. Da will sie nicht, da will ich Experte. Nee, wo kriegt man das eigentlich? Im Internet, ne? Aber nur auf einer Seite, oder? Nee. Also die Originalmorphs jetzt. Ja, die noch Originalmorphs, wo hinten auch noch Morphs draufsteht. Also an sich ist das voll geil, das Ding. Nur, es ist wie halt so eine zweite Haut. Man schwitzt wie eine Sau da drin. Und ja, alles. Alles. Warte, ich bin Zeit. Okay, los. Was? Okay. Ich werde, das läuft gleich alles. Nee. Mach mal von vorne bitte, Marc. Ey, das geht voll gut, Alter. Das geht voll gut. Also, wir haben noch... Oh, Mond. Du strahlst so sonnig helle. Ich danke dir, Mond, für deinen Sonnenschein. In deiner goldig-gelben Blitzergrille. Und deine treulich-traute Tiefflimmer. Doch halt, wo schreckt sie da, ein Fleck? Ja, oh mein, was kann das sein? Vermachte Wut? Fleckt mit Blut? Komm, Furie, fürchterlich! Lach mich aus, aber dein Mann tut mir leid. Warum, Natur, musstest du Löwen bauen? Ein Löwe schnürt, hat sie mir defloriert. Sie ist mein Traum, die schönste aller Frauen. Sie lachte, lebte, liebte ungeniert. Deflorierten. Deflorieren. Das Deflorieren will das letztendlich, dass sie entfruchten. Nee, entjungfern. Nein, defloriert. Deflorieren heißt ja, entjungfern. Ja, defloration aber florieren heißt ja eigentlich so flüssig, ne? Ja, aber Simon, deflorieren ist entjungfern. Okay, also aber dann hat der Löwe sie also schnöde. Ja, er hat sie. Das ist ja richtig. Er hat sie. Das ist ja richtig.